Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Wie wir jetzt gerade sehen konnten, ist es jetzt so, dass der Guss sich einen Stoßzahn abgebrochen hat, nämlich den linken. Das war der, der in der Vergangenheit mit der Metallkappe geschützt war, weil der ja vor ein, zwei Jahren schon mal abgebrochen war, zahnmedizinisch versorgt wurde und somit mit der Kappe im Nachhinein geschützt wurde. Dann ist es so leider gewesen, dass sich der Stoßzahn vom Material so porös verändert hat, dass er erst ein Loch hatte und dann ist er abgebrochen. Und deswegen ist es jetzt die Situation, dass wir täglich das Loch spülen, einmal mit Wasser. Wir haben dann einen speziellen Schlauch, mit dem wir spülen, damit wir den Guss im Zahn nicht verletzen. Und es kommt noch eine spezielle Spüllösung rein, die haben wir mit einer großen Plastikspritze eingegeben. Und der Zahn von innen sieht eigentlich super aus dafür, dass er jetzt abgebrochen ist. Also es ist nicht entzündet, es sieht eigentlich noch recht vital aus und das werden wir jetzt so fortführen. Den anderen Zahn hatten wir im vergangenen Bericht gesehen, dass wir da mit der Röntgenplatte geübt haben, um zu gucken, weil der Zahn länger ist, bis wohin geht der Nerv. Und das konnten wir auf dem Röntgenbild auch sehr gut darstellen und konnten dann den Zahn entsprechend kürzen, was super funktioniert hat. Das heißt, der braucht momentan keine Pflege, nur eben auf der anderen Seite der abgebrochene Zahn. Und das klappt aber ganz gut, man kann das ja sehen, er macht das sehr gut mit. Der zweite Teil des Trainings war das Training für die Blutabnahme im Protected Contact. Das heißt, wir nehmen auch durch die Barriere das Blut, aber auch im Laydown, so wie wir es auch im direkten Kontakt machen würden beim Guss, was er auch kennt. Das heißt, wir nehmen auf der Innenseite des Ohrs Blut, auf der Seite, wo der Elefant liegt. Jetzt ist es halt neu, dass wir das durchs Gitter abfragen, dieses Kommando. Und er hat das jetzt innerhalb weniger Male zum Glück so gut gelernt, dass er so nah am Gitter sich ablegt, dass meine Kollegin Lena durchgreifen kann und jetzt schon mal das Ohr ein bisschen manipulieren kann, ein bisschen Wasser benutzen. Also alles werden wir jetzt Schritt für Schritt weiter trainieren, damit wir dann da mit der Spritze am Ende selber das Blut bei ihm abnehmen können. Und beim Guss ist es ja so, dass wir weiterhin im direkten Kontakt mit ihm trainieren, aber auch das PC-Training verstärkt wieder trainieren, damit er jetzt, wenn er älter wird und irgendwann in andere Haltung muss, alles im Gepäck hat, was er braucht.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.